Vor einem Jahr hat es ausgesehen, als würde der Euro zu Grabe getragen. Aber nicht innerhalb. Also hast du gemeint, ich meine innerhalb eines Jahres ist der Euro weg. Also ich bin für möglichst großen Wettbewerb. Du etwa nicht? Ja. Würdest du denn in eine solche Währung investieren? Oh nee, natürlich nicht. Danke, dass du zum Börsenespresso gekommen bist. Vielen Dank. Worüber sprechen wir heute? Ich würde sagen, wir sprechen über die Buying Power von Währungen, also was da dahinter steckt, und dann noch über die Wirtschaft generell. Sehr spannend. US-Dollar bei 85 Rappen. Jetzt muss man wohl in die USA gehen, einkaufen. Was meinst du? Ja, ist bestimmt keine schlechte Gelegenheit jetzt. Ist es schon etwas günstiger im Vergleich zu hier. Planst du ein Weihnachtsshopping zu machen schon, vorgezogenes? Nein, das nicht. Aber ich plane eine Reise nach Bretton Woods ans Mont Pelerin Society Meeting. Das ist eine liberale Vereinigung von der ganzen Welt, die sich da trifft. Da trete alles zurück, wieder auf den Goldstandard beim US-Dollar? Oder was ist da geplant? Nein, es ist nicht so ein einflussreiches Meeting, aber es ist sicher ein historisches Meeting, wo wir versuchen zu analysieren, was die letzten Jahre da seit Bretton Woods alles im Währungssystem passiert ist und was es noch bringen könnte. Was ist eigentlich jetzt, wenn der US-Dollar bei 85 Rappen ist, ist ja eigentlich für uns toll. Also und für die Amerikaner schadet es auch nicht. Also die haben ja eine große Binnenwirtschaft. Wie wichtig ist überhaupt so ein Wechselkurs? Es ist schon wichtig, weil es halt eben anzeigt, wie günstig relativ man Produkte beziehen kann oder Vorleistungen beziehen kann aus anderen Ländern oder eben nicht. Und das auch zeigt, wie stark die eigene Währung ist im Vergleich zu anderen. Ja, aber das ist doch den Amerikanern völlig egal. Also das ist vermutlich nicht ganz egal, weil sie beziehen ja auch Produkte aus der ganzen Welt. Sie machen ja nicht alles selbst. Ja, aber den Dollar machen sie selbst und das reicht. Also du druckst einfach den Dollar und da kriegst du die Papaya und das Öl und weiß Gott was alles, das Kupfer. Das kriegst du ja immer. Das stimmt. Hier sind die Amerikaner sicherlich in einer privilegierten Position, weil sie halt eben den Dollar herbeidrucken können, der international immer wieder als Währung verwendet wird für verschiedenste Märkte. Ja, aber das stimmt schon. Was ist jetzt daran schlecht? Also es geht ja uns allen eigentlich gut damit. Ich würde sagen, trotzdem geht es uns noch gut. Das ist nicht der Grund, damit es uns gut geht oder weil es uns gut geht, sondern es geht uns nach wie vor gut, obwohl die Zentralbanken so viel Geld hineingepumpt haben und wir jetzt gemerkt haben, dass da inflationär etwas am Tun ist. Also man muss da schon aufpassen. Ja, aber jetzt eineinhalb Jahre und das Zeug ist ja schon wieder im Griff, wie man sieht. Da wäre ich nicht so sicher. Ah, bist du da etwas pessimistisch? Ja, wenn man verschiedenste Indikatoren ansieht, wie sich was sich da tut, auch gerade bei den Produktionskosten, wie da massiv die Preise erhöht worden sind, dann könnte man davon ausgehen, dass das an die Konsumenten weitergegeben wird und wir dauerhaft mit höheren Preisen zu kämpfen. Aber jetzt Hand aufs Herz, vor einem Jahr sind wir schon mal zusammengesessen und da warst du jetzt nicht ganz so optimistisch für den Euro. Und ich meine, seit Ende vergangenen September steigt der Euro pausenlos gegen den US-Dollar. Oh. Ja gut, wenn man natürlich etwas Schlechten mit etwas anderem Schlechten vergleicht, dann kann man schon mal Gewinner oder Verlierer sein, das ist schon so. Aber wenn man es vergleicht mit etwas Hartem, zum Beispiel mit dem Gold, dann hat man gesehen, wie der Euro, der jetzt sehr stark vermehrt worden ist, wie der Dollar auch, schon abgewertet hat. Hast du da Zahlen, irgendwie, wie viel da vermehrt worden ist, das Geld oder so? Gibt's da? Also es gibt diese Grafik, ich weiß die Zahlen nicht auswendig, aber es wurde massiv in der Corona-Krise, wurde sehr stark neues Geld herbeigedruckt. Jetzt seit kurzem befinden wir uns wieder im negativen Bereich. Also die Produktionsrate, also die Wachstumsraten von M2 sind ins Negative abgesagt. Die Notenbanken ziehen Geld ab aus müssen, dem Markt. Müssen, ja. Sonst, weil sie gesehen haben, es gibt eine große Gefahr der Inflation oder Hyperinflation, dass sie da dringend schnell dagegen steuern müssen. Siehst du hier beim Dollar und beim Euro keine Inflationsgefahr? Ja, ich glaube, also die Gelddruckerei, die ist da. Wir sehen ja überall, dass das Zeug wirklich teurer wird. Also egal, was jetzt so die amtlichen Zahlen ausweisen, die ja die wichtigsten Sachen, die uns schmerzen, auch gar nicht drin haben. Ja, ich meine, an den Finanzmärkten ist es mal so, dass man halt mal den Dollar jagt als Schwächster. Und wenn das dann genügend weit getrieben ist, die Jagd dort drauf, dreht sich halt dann der Jäger um und jagt die andere Beute, das ist wahrscheinlich dann der Euro. Mhm. Und
möglicherweise stehen wir jetzt ja nicht mehr ganz so weit da von dem Punkt, wo sich da der Fokus jetzt wendet. Ja. Jetzt das Thema vielleicht noch Dollar, finde ich generell interessant. Jetzt läuft ja die Diskussion, in ein paar Wochen werden wir wahrscheinlich mehr wissen, über die neue BRICS-Währung. Was hältst du davon? Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn es auf der Welt Alternativwährungen gibt. Und die BRICS-Währung soll ja mit Gold hinterlegt sein, das wäre spannend. Ja, aber also jetzt verstehe ich nicht ganz. Es gäbe ja auch die Möglichkeit in Bitcoin oder so. Das wäre auch zu begrüßen, wenn es sowas gäbe. Also ich bin für möglichst großen Wettbewerb. Du etwa nicht? Ja, nein, ich bin überhaupt für die Märkte. Marktwirtschaft finde ich wirklich eine ganz gute Erfindung und hat sich auch schon einige Jahrtausende bewährt. Also was ich jetzt oft gehört habe, natürlich im Nachhinein kommen diese Begründungen immer, ja, der Dollar ist schwächer geworden, weil die USA vor 12 bis 14 Monaten mit Beginn der Restriktionen, die sie da gemacht haben gegenüber Russland und so weiter, eigentlich bewiesen haben, dass sie mit dir als Dollareigentümer machen, was sie wollen. Also sie beschlagnahmen, sie schließen deine Werte ein, es wird dein Vermögen eingezogen, blockiert und so weiter. Mhm. Und das jetzt im Zuge dessen eigentlich immer mehr sich überlegen, ja, also vielleicht schauen mich die USA morgen auch nicht mehr als Freund an, aus irgendwelchen Gründen, und dann habe ich da ein Problem, also muss ich mich nach etwas anderem umschauen. Mhm. Wie wichtig ist dir dieses Argument? Das scheint mir sehr plausibel. Ich glaube, der angedrohte Ausschluss aus dem Zahlungssystem, das ist schon ein wichtiger Faktor, der heutige BRICS-Staaten davon abhält, gewisse Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Wenn man da finanzieller freier wird und sie sich untereinander organisieren, haben sie mehr Handlungsspielraum, als wenn sie abhängig sind von diesem dollarbasierten System. Aber was hätte denn das jetzt für uns in Europa für Folgen und vielleicht auch für die USA? Oh, das ist schwierig abzuschätzen. Also die USA wird ziemlich sicher an geopolitischer Power verlieren, wenn es die BRICS schaffen, sich selbst zu organisieren, weil dann sind sie eben nicht mehr bedrohbar in diesem Sinne vom Finanzsystem her. Also Iran, da wurde ja das angedroht und durchgesetzt, dass die einfach vom Zahlungssystem abgekoppelt wurden. Das ist schwierig für die Leute da, wenn man einfach keinen Zugang zum Bankensystem her, zum internationalen Zahlungsverkehr hat und so weiter. Das ist schon ein Argument. Wenn man das anders organisieren könnte, hat man mehr Spielraum. Ja, also nochmals, ich meine, man könnte das. Es gäbe Ethereum, es gäbe eben Bitcoin und all das andere, Krypto, und die profitieren aber kein bisschen von dieser ganzen Geschichte. Das ist ja irgendwie nicht ganz schlüssig. Na, wer meinst du profitiert nicht? Also wenn man weg will vom Dollar, dann könntest du auch Bitcoin reingehen. Brauchst du nicht unbedingt eine neue Währung in dem Sinn, du brauchst eigentlich eine neue Tauschplattform. Ja, das stimmt. Ja. Und, das ist auch so geschehen in Argentinien zum Beispiel. Also dort, wo es sehr große staatliche Inflation gibt, wurden sehr viele Ausweichoptionen festgestellt, dass man da in den Bitcoin vor allem reingegangen ist, in den Ländern, wo es am schlimmsten war, und versucht hat, die Tauschaktionen mit Alternativwährungen wie eben Kryptos abzuwickeln. Aber ich glaube, es kann nie schaden, wenn es Konkurrenzprodukte gibt, wenn es verschiedene Anbieter gibt, wo die Leute frei auswählen können, womit sie bezahlen wollen. Das also kann nicht schaden. Gesetzter Fall jetzt, irgendwie so in der zweiten Augusthälfte hören wir, dass so etwas kommt, mit Gold unterlegt, 50% oder weiß Gott wie viel, 30, würdest du denn in eine solche Währung investieren? Oh nee, natürlich nicht. Die BRICS-Staaten sind zwar schon bevölkerungsreiche Staaten, aber sie sind nicht besonders freiheitlich organisiert, dass man da großen Wachstum erwarten könnte. Also ich bin jetzt nicht ein Fan dieser BRICS-Staaten per se. Ja, das hätte mich jetzt auch verwundert. Und auch nicht einer Währung, aber Konkurrenz kann sicher nie schaden. Gut. Vielleicht noch das Thema Wirtschaft generell. Also jetzt haben wir die letzten Wirtschaftszahlen gesehen, was Deutschland anbetrifft, also fast dramatische Zahlen. Da sieht es nicht nach Rezession, sondern nach bevorstehender Krise aus. Hat das irgendwie einen Zusammenhang mit der Geldpolitik oder wie siehst du das Ganze?
Ja, sicherlich auch. Es ist sicher ein Mitfaktor, glaube ich. Also das wurde ja enorm viel Geld hineingepumpt und das Eurosystem ist von Anfang an marode aufgebaut. Es findet da innereuropäische Umverteilung statt aufgrund der Geldpolitik und der Vereinheitlichung der Zinsen. Ja, aber das funktioniert ja eben. Also ich meine, nochmals das Thema, vor einem Jahr hat es ausgesehen, als würde der Euro zu Grabe getragen. Aber nicht innerhalb. Also hast du gemeint, ich meine, innerhalb eines Jahres ist der Euro weg? Ja, ich meine, die Stimmung war extrem schlecht und man hat viele Argumente gehört und, und de facto ist er irgendwie 15% angestiegen gegenüber US-Dollar, oder? Die wichtigsten Crosses. Ja, klar. Aber man muss die Dinge, glaube ich, längerfristig anschauen. Es ist nicht so, dass man kann es auch nie sagen, wann genau etwas dann zu Ende ist. Man kann ja höchstens die Faktoren anschauen und sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht stabil aufgebaut. Irgendwann wird das zusammenbrechen. Ich kann auch nicht sagen, wann das sein wird. Was ich ja kürzlich jetzt in Frankfurt gehört habe an einer Diskussion, ja, macht nichts, wenn die Wirtschaft, es waren Finanzleute, wenn die Wirtschaft da jetzt lahmt und so, dann muss die EZB einfach wieder Geld verteilen und das kommt dann schon. Ja. Typisches Modern Monetary Argument, oder? Dass man einfach meint, man kann durch Gelddrucken alle Probleme beheben, aber das ist halt eben nicht so. Gelddrucken ist nicht neutral, es ist weder neutral in Bezug auf die Umverteilung in einem Land, also es gibt da immer die Ersterhalter der Kredite, profitieren überproportional im Vergleich zu denen, die es am besten ausgeben können. Wer ist das? Die Kreditfähigen, also die ohnehin schon großen Konzerne zum Beispiel, die eben das Geld dann erhalten via Kredite und es als erstes ausgeben können und der kleine Mann auf der Straße, um es mal salopp zu sagen, ist dann der Letztausgeber, wo das Geld am letzten ankommt. Sogenannte Cantillon-Effekt. Ah. Und das zeigt, dass das Geld halt schon entwertet ist, wenn es beim einfachen Mann ankommt. Es ist schon inflationiert, weil es durch all die Prozesse schon durchgegangen ist. Okay, also weil der Erste kriegt den Stapel einfach und kann damit etwas kaufen und der andere hat das Geld noch nicht, um überhaupt zu konkurrieren. Genau, und indem er es ausgibt, wachsen die Preise. Und am Schluss, wenn der kleine Mann das bekommt, dann ist halt die Preise schon gestiegen. Ja, genau. Okay. Der verliert. Also die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, dank der Geldpolitik. Wobei im Großen und Ganzen stimmt das ja nicht, da werden die Reichen immer reicher und die Armen auch immer reicher. Aber der Gap steigt vor allem wegen der Geldpolitik. Die Kluft, okay, gut. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns dann in ein paar Monaten wieder, schauen mal, wie das weitergelaufen ist, dann mit der BRICS-Sache und auch mit dem US-Dollar. Vielen Dank, Olivier, und gute Zeit. Danke auch dir, Roland. Den Euro wird es vermutlich immer noch geben, aber sehen wir ich freue mich auf ein Wiedersehen. Danke. Mich interessiert ja brennend, was du zu diesen Themen meinst. Wie geht das weiter mit dem US-Dollar und findest du das gut, dass da einfach immer mehr Geld gedruckt wird? Schreib das einfach unten rein in die Kommentare und wir sehen uns dann hier in ein paar Wochen wieder. Eine gute Zeit und einen schönen Sommer noch.